Hello, Dr. Palladini. We are right in front of the institution building. Tell me, how did you start your research? Okay, I entered into astronomy. I started my passion for astronomy really when I was young. I was something like 5 years old. Mm-hmm. And it was my grandfather that for the first time showed me the sky, telling me some story about fishermen and how do they find a path in the sea watching the stars. And my passion for astronomy started at that time, and I designed my path along my life that brought me here, yeah, in this way. Sie sagt also, dass ihre Leidenschaft mit ungefähr 5 Jahren angefangen hat, dass ihr Opa ihr die Sterne gezeigt hat, ihr viel über die Seefahrer erzählt hat und dass das eben die Zeit war, wo sie angefangen hat, sich dafür zu interessieren. So when did you start studying astronomy at the university? Well, I was 18 years old, I think, mm-hmm. like I think also here in Vienna you start at 18 yeah. years old. So I studied astronomy in Padova, at the University of Padova. I started at 18. Okay. Also sie hat mit 18 Jahren angefangen, Astronomie zu studieren. You recently published a paper. What is it about? We recently published a letter where we report about the detection of an asymmetry in an envelope of a giant star. And it is the first time that for this kind of stars, which are have an atmosphere which is carbon rich, mm-hmm. and they were believed to be somehow spherical, it is the first time that using this technique it is found that there is something asymmetric. Sie hat also vor kurzem erst ein Paper veröffentlicht, das über rußähnliche Wolken in der Atmosphäre spricht. Es geht um rote Giganten. Und das Interessante dabei ist eben, dass man in dieser Atmosphäre Kohlenstoff gefunden hat. Und sie versucht eben jetzt weiter noch daran zu forschen, ob sich dahinter hinter dieser kalten Atmosphäre ein Planet befindet. So Claudia, tell us more about the red giants and the cold atmosphere around it. Okay, this is the red giant is the phase, the evolutionary phase that our sun at a certain point will mm-hmm. go through. What we know at the moment is that the star after this phase are somehow asymmetric. So they show some very beautiful bipolar outflow and mm-hmm. and we see also some kind of asymmetries before. But it was believed for a long time that there are no asymmetries into the atmosphere of these stars, mm-hmm. At least inside, at small scales. Sie hat mir also gerade erzählt, dass die Sterne ein bestimmtes Stadium durchlaufen, dass man diese roten Giganten, dass das sonnenähnliche Planeten sind, also Sterne, und wenn diese eben explodieren, dass sie dann eine bestimmte Asymmetrie aufweisen, dass es eben wunderschöne Ausläufe gibt und eben dadurch wunderschöne Bilder, was man eben vorher noch gar nicht wusste. And using this technique, that is the so-called interferometry, mm-hmm. We found that in fact there are asymmetries also inside these stars. So mm-hmm. what we do with interferometry, we don't observe with a single dish telescope, as mm-hmm. usually it is done, but we combine two apertures mm-hmm. or three. At the moment it is up to 4 actually, and then what you have these two telescopes that observe the star, and the distance between the two telescopes is like the diameter of your virtual telescope, mm-hmm. and this allows us to have a telescope with a diameter of up to 100-150 meters. Mm-hmm. Es gibt also eine Technik, die nennt sich Interferometrie. Und das bedeutet also, dass man mehrere Teleskope hintereinander schaltet und dadurch eine größere Schärfe erzeugt und dadurch eben so weit zu den Sternen hochgucken kann, dass man eben diese Asymmetrie erkennt, beziehungsweise eben, was sich dort oben abspielt. Yeah. Okay. I mean, I was just gonna tell you that if you use a normal telescope,
the maximum we have now is 8-10 meters, mm-hmm. you would see the star like a point. Mm-hmm. While with this technique, I mean, if you to see the star really like a star, you would need a telescope very mm-hmm. large, and it is too expensive to build it. That's yeah. why we use this technique to do that. Es geht also darum, dass man, wenn man nur ein Teleskop benutzt, dass man dann den Stern als Punkt erkennen würde. Man kann jetzt aber auch ein Teleskop bauen, das eben so scharf ist, dass man diese Explosionen und diese Atmosphären oben erkennt. Wenn man jetzt aber mehrere Teleskope einfach hintereinander schaltet, dann ist es eben nicht so expensive, nicht so, shit, es ist eben nicht so teuer, und deswegen benutzt man eben diese Technik. What is the R for Nansis? R for Nansis is a star from the constellation of Phornasis, mm-hmm. and it is, as we said, a giant star, in particular an asymptotic giant branch star, and it has very cool temperature, and it is a pulsating star. It is a kind of Mira variable, we call it. Also der R Phornasis ist also ein Stern, der vor kurzem erst entdeckt wurde, der eine kalte Atmosphäre hat, in dem eben Kohlenwasserstoff oder Kohlendioxid mit Kohlendioxid angereichert ist. Personal question is, what is the importance of looking at these atmospheres or stars? Why do you actually do it? As I said, one of the key questions that people are interested at the moment is, okay, if our sun will go through this evolutionary phase, is the planet, not just the Earth, but in general, the planets are gonna survive this evolutionary phase? How are they gonna survive this evolutionary phase? So this is the first question. The second question, it is more general for astronomy, and it is that these stars, this lose mass. And most of the mass that it is produced during the life of a star, it is lost during this period through stellar wind. And when you lose the mass through the stellar wind, this mass is going in the interstellar medium, mm-hmm. so in space. Mm-hmm. And this will be kind of building blocks for the new stars and for the new planets. Mm-hmm. So this kind of research is into this topic, is going to this direction, trying to explain how the stars are losing mass. Mm-hmm. So two things, the planets surviving and how the stars really lose mass. Also die erste Frage ist also, was ist jetzt die Wichtigkeit, warum schaut man sich diese Atmosphären an? Ist eben, dass man wissen möchte, wie diese Planeten überleben, was mit denen geschieht, wenn dieses Stadium, durch welche die eben durchgehen, was dann eben passiert. Und das Zweite und Wichtigere für die Astronomie ist, dadurch, dass diese Gase in diesen äußeren Schichten sich eben ausdehnen und wenig Schwerkraft zu den Planeten hin haben, dass sich dadurch eben Sternenwinde erzeugen, die sich dann im Weltall verlieren. Und dadurch wiederum neue Sterne entstehen können. Und das ist eben die Wichtigkeit, warum man sich das so genau anschaut und so ein großes Mikroskop baut. So Claudia, do you always just do research or do you give classes as well? Just this year we started, I will collaborate with Professor Josef Rohn, and I will give some lectures at the university. We have a course called On the Really Huge Stars, where we will talk also about this kind of work, and I will try to give some real data to the students that they can play with. So yeah, I also work with students, and I'm also working with two PhD students into our group. One just started. So I assume you talk about your paper in class as well. What does it mean to you? I think it is on one side I can still believe it because I still feel like the little child watching the star with my grandpa. On the other hand, it's really nice, and I would like to transmit the enthusiasm that I have into my research. I hope that people get
more interested into this. Also sie gibt auch Kurse an der Universität hier. Sie freut sich sehr drauf, sie mag es, mit Studenten zu arbeiten. Und sie hofft eben, dass sie durch ihr Paper, wenn sie das in dem Unterrichtsraum eben präsentiert, dass die Leute begeisterter werden und dass sie da eben die Leute anfachen kann, in diesem Bereich zu arbeiten. Okay, well, I thank you for this interview. Thank you. Thanks for this information. And have a nice day. Thank you. Bye.